Stormston! Ne! Wir haben Stormston gefunden, Leute! Endlich! Hier hast du dich also versteckt. Sag jetzt nicht, dass du einer von Angrims Handlangern bist. Ich hab genug von ihm und diesem verfluchten Gesetz. Wie konntest du fliehen? Ich hatte Hilfe. Eine Truppe Kleriker hat unseren Weg gekreuzt. Angrims Männer ertrugen ihren Anblick nicht, aber ihre Äxte haben den Kürzeren gezogen. Mich haben sie dann mitgenommen. Immerhin habe ich mich während des Kampfes auf ihre Seite geschlagen. Aber was machst du jetzt hier? Was hast du vor? Nichts. Ich lasse dich am Leben. Du umrundest die halbe Welt, nur um mir zu sagen, dass du mich am Leben lässt? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Willst du, dass ich es mir anders überlege? Dir ist es also ernst. Gut, ich vertraue dir. Aber tu mir noch einen Gefallen. Wenn du wieder auf Akira triffst, sag ihr, dass es mir hier gut geht. Sie war mir immer eine treue Freundin und meinte es stets gut mit mir. Ich werde es ihr ausrichten. Danke, Mann. Ich hätte nicht erwartet, dass du mich am Leben lässt. Wenn du Akira triffst, sag ihr, sie soll dir meine alten Sachen geben. Nach Goliath setze ich keinen Fuß mehr. Da kannst du ruhig meinen Krempel haben. Abgeschlossen. Spurlos verschwunden. Cool. Bam. Darf ich mal? Oder? Ne, gut. Dann eben nischt. Cool. Hier ist Stormston in der Mine. Und die finde ich jetzt so ganz am Ende noch so halb hier irgendwo im Lager versteckt. Ich habe nämlich total die Orientierung verloren, muss ich zugeben. La la la. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geh einfach mal hier rein. Weiß aber nicht, wo ich bin. Da da da. Ach Gott, bin ich bei Oswald gelandet. Ich habe halt Oswald in Verdacht, wobei das sehr krass wäre, ne? Weil der ja so ultra... alle müssen rein sein. Wäre schon lustig, wenn der böse ist. Ja, ich habe die Orientierung verloren. Das kann man schon durchaus sagen. Die Finger bleiben bei dir, klar? Ich habe die Orientierung verloren. Da 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 da. Beziehungsweise ich finde ihn einfach nicht. Da 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 da. Es könnte da oben sein bei dem komischen Symbol da. Oder ist das die Kathedrale? Die Kathedrale. Er hatte ja ein Fenster, was irgendwie in Richtung Lava gerichtet war. Das kann nicht so schwer zu finden sein. Oder war das hier? Nee. Nee. Wer trampelt hier herum? Ich trampel hier rum. Mein ehemaliger Übermieter trampelt auch rum übrigens. Der war furchtbar. Thank you.
Wer treibt sich hier herum? Schöne Küche. Kann nicht wahr sein, Leute. Keine Ahnung. Wird er auf der Karte markiert? Eva. Hagen. Das war ja nicht Hagen. Das hier ist die Küche. Alter Schwede, das kann nicht wahr sein. Ich finde den Weg einfach nicht. Wisst ihr, wen ich meine? Den einen Typen. Hallo, ihr beiden. Wer treibt sich denn hier um? Ich suche den Typen. Den Kampfausbilder eben, der meinte, jo, ich bin der Ausbilder, bla 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 bla. Kann nicht wahr sein. Alter, wo ist denn das? Das ist alles ein bisschen verwirrend hier. Hier? Nee. Bin aber doch dann auch hier rumgelaufen. Hier rum. War das da? Wir sehen uns. Ja, ja, ich bin gerade innerlich kurz vor der Verzweiflung, ne? Weil ich gerade einfach nicht verstehe, wo der ist. Hey, hast du mein Paket? Welches Paket? Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst der neue Lieferant. Lieferant für was? Für meine Lieferungen. Was sonst? Mehr braucht dich nicht zu interessieren. Was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort? Was soll ich schon darüber wissen? Das war keine Frage. Ich weiß nichts darüber. Ohne einen Beweis direkt in meine Kralle werde ich nichts mehr dazu sagen. Du wirst verdächtigt, hier mit Elex zu handeln. Was willst du eigentlich von mir? Dass ich etwas zugebe, was ich gar nicht getan habe? Vergiss es und jetzt verschwinde. Ich weiß ja nicht, ob der nicht ein bisschen verdächtig ist. Wäre trotzdem schön, wenn ich endlich diesen blöden Raum finden würde. Mann, das kann doch echt nicht wahr sein, dass ich das nicht finde. Da ist die blöde Fabrik, da sind die blöden Kleriker, da ist der blöde Weg, aber ich finde dieses blöde Gebäude einfach nicht, das kann doch nicht sein. Alter, das kann doch nicht sein, wo ist das denn? Ihr wisst, was ich meine, oder? Der eine Typ da, der uns, Ich denke, ich lasse dich mal. Da ist es doch. Da ist das Gebäude. Ist es nicht, oder? Was ist hier los? Das kann echt nicht wahr sein.
Doch. Körper und Dietrich, aber der hat nichts zu sagen. Toll, es hat sich ja gelohnt. Okay, den Hinweis mit der Kralle verstehe ich übrigens tatsächlich, weil ich ja weiß, was mit der Diebesgilde das Ganze auf sich hat. Ist ja egal. Erstmal ganz kurz Karte. Dann reisen wir mal ganz kurz nach Edan. Und geh mal kurz Bescheid, dass wir Stormson gefunden haben. Ja. Boah, da war es der Dietrich. Das ist Dietrich im gleichen Gebäude wie Hagen. Oh. Alles verwinkelt, oder? Na gut, aber das neue Lager in Gothic 1 mit den ganzen Ebenen da, mit dem Ring da rund um den Erzhaufen rum, das war ja auch die Hölle. Echt denn? Oh. Hallo Eda, nach ist schon schön hier. Edan ist schon schön. Also da kann man nichts rütteln, nichts drehen. Es ist wirklich schön. Stormson lebt und ist in Sicherheit. Er hat es also geschafft. Das beruhigt mich. Er hatte Hilfe von den Klerikern. Ich kann nicht sagen, dass ich den Klerikern etwas Gutes abgewinnen kann, aber solange er zufrieden ist, bin ich es auch. Er sagte, du sollst mir seine alten Sachen geben. Du bist witzig, er besaß ja kaum etwas. Und das, was er hatte, haben sich die anderen schon unter den Nagel gerissen. Aber seine restlichen Splitter konnte ich vor ihren Augen verbergen. Hier. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Dankeschön. Was ist das? Ja, okay. Dann werden wir jetzt mal ganz schnell nach zum Relikt reisen, genau. Wie gesagt, jetzt kommt der große Test, ob wir es irgendwie hinbekommen, an den Gegenstand zu kommen, mit dem wir dann die Diebesgilde finden. Das Ganze scheint, ich hoffe wirklich, dass ich keinen Bug oder Spielfehler habe oder sowas, weil normalerweise bekommt man, ich nehme die Luft mal einfach raus, von Vito. Hallo, von Vito bekommt man eigentlich, also von dem Barkeeper, von dem Wirt der Kneipe, bekommt man eigentlich nach einem Dialog einen Schlüssel. Aber den haben wir nach dem Dialog ja schlichtweg nicht bekommen. Und das verstehe ich nicht ganz. Um nicht gerade zu sagen, gar nicht. So. Lass uns handeln. Nee, gibt's mir nicht. Warum gibt er mir den Schlüssel nicht? Warum gibst du mir nicht den Schlüssel? Führst du was im Schilde? Lass uns handeln. Wie soll das alles bloß enden? Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Verstehe das nicht. Ich habe gerade keine Zeit. Gerade nicht. Lass uns. Einfach ein Ende finden. Normalerweise müsste Vito uns eben einen Schlüssel geben. Mit dem Schlüssel bekommen wir dann die Möglichkeit, die Diebesgilde zu finden im Nachhinein. Die Diebesgilde heißt nämlich die Krallen. Ich nehme einfach die ganze Luft raus und das passt perfekt zu diesem. Ich erzähle dir nur was. Ich zeige euch mal kurz den Eingang zur Diebesgilde. Den habe ich auch schon gefunden. Nur mir fehlt eben dann der Schlüssel. So, hier.
Da, seht ihr das? Womit denn? Mit dem gottverdammten Schlüssel von Vito. Verstehe das nicht. Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Geilster Spruch ever. Ja, echt jetzt. Ich habe es eh schon so oft gesagt. Gerade nicht. Lass uns. Was willst du hier? Du bist nicht auf meiner Gästeliste. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Ein Flugblatt. Verdient hat er das nicht. Das glaube ich ja nicht. So, ich muss dann los. Steht das einfach nicht. Warum gibt er mir diesen Schlüssel nicht? Mit der Alten hat man nur Ärger. Warum gibt er mir den Schlüssel nicht? Ich muss los. Okay, dann machen wir es anders, Leute. Es gibt einen alternativen Weg zu den... zur Diebesgilde. Finde ich jetzt sehr schade, weil ich eben diesen Weg eigentlich cool finde mit dem Schlüssel. Aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum wir es nicht hinbekommen. Er will den Schlüssel ja einfach nicht rausrücken, scheinbar. Verstehe es nicht. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Aber ich habe ja keine Möglichkeit mehr, mit denen zu reden. Na gut, aber ich habe es ja schon mal angedeutet oder vermutet tatsächlich. Es gibt wirklich noch einen Weg, der führt durch die Kanalisation. Wer hätte es gedacht? Ja, es gibt einen Weg zu den zur Diebesgilde durch die Kanalisation. Der ist aber sehr gut versteckt. Müsste hier irgendwo sein, glaube ich, oder? Und der Weg müsste. Achtung! Eieiei. Und der Weg müsste theoretisch auch zur Diebesgilde führen. Waren Gothic 2 nicht auch Ratten da drin in dem Weg? Riesenratten damals. Auf dem Weg zur Diebesgilde. Irgendwie ist das hier alles echt genau wie Gothic 2, ne? Wenn man sich da jetzt mal so ein bisschen drauf konzentriert. Aha. Die Kralle soll dein Zeuge sein. Was? Falsche Antwort. Verschwinde von hier oder ich sorge dafür, dass du es tust. Die Kralle soll dein Zeuge sein. Okay, vielleicht fehlt dir doch noch irgendwas. Also irgendwie... ist das noch nicht die richtige Questlösung? Ich habe keine Ahnung. Nee, gut, Leute. Ich würde aber sagen, lasst uns an dieser Stelle sein. Wir werden beim nächsten Mal dann erst versuchen, die Diebesgilde zu erreichen. Irgendwie. Dünklein an der Waage. Errungenschaft freigeschaltet. Abgebrochen Berufsschläger. Abgebrochen Bleiberecht. Abgebrochen gleiches Recht für alle. Moment. Das Schicksal von Abessa City besiegelt. Was? Was?
Du kannst durchgehen. Jetzt ist es auch schon egal. Ich habe es immer gesagt, wenn wir bessere Kontrollen gehabt hätten, wäre es nie zu dem Aufstand der Outlaws gekommen. Ach du Scheiße. Mit Glück hat das nichts zu tun. Danke, dass du geholfen hast, die Outlaws vor der Stadt zu entfernen. Wenn sie bei dem Aufstand dabei gewesen wären, wäre er mit Sicherheit anders ausgegangen. Das glaube ich ja nicht. Eieiei. Okay. Aha. Boah, das Blut ist aber richtig übertrieben irgendwie. Ich werde meine Kneipe weiterführen. Egal, was die Outlaws hier in der Stadt anrichten. Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Aha. Also sind jetzt die Outlaws und die Separatisten weg, ja? Frag das doch einen der Techniker. Von denen? Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass hier mehr Roboter stationiert werden. Ohne sie hätte der Aufstand der Outlaws böse ausgehen können. Hey, du! Ich brauche jemanden, der nach Ignadon geht und dort weiteren Bericht erstattet. Du gehörst doch zu den Freiwilligen, die sich vorhin verpflichtet haben, oder? Eigentlich nicht. Ach so, dann ist es auch egal. Wir haben viel zu tun, also fass dich kurz. Was möchtest du? Was genau ist dir passiert? Du warst wohl nicht dabei, was? Die Outlaws haben einen Aufstand angefangen und die Separatisten haben geholfen. Dass es zwischen ihnen und uns irgendwann knallt, war abzusehen. Aber dass die Kuppel dabei zerstört wird, für so wahnsinnig habe ich sie nicht gehalten. Ach, da fällt mir ein... Ich bin dir trotz allem dankbar, dass du mir damals die Waffenlieferung gebracht hast. Wenn die Outlaws die Waffen gehabt hätten, ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten. Ich muss jetzt weitermachen. Es gibt noch viel zu tun. Okay, das ist jetzt gerade sehr interessant. Wir werden jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir speichern. Laden. Hier war das noch nicht, oder? Ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn wir die Separatisten stärken. Okay, hier ist auch schon zu spät. Besser. Eieieiei. Guck mal hier. So, wenn ich mich jetzt hier für die Separatisten entscheide. Wie ging das nochmal? Ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben. Hat sich fast richtig angehört, oder? Deine jetzt nicht. Wir mit. Ja, übel, erst Blut überall. Eieiei. Kann man denn nicht irgendwie den Frieden hier bewahren? Ja, aber dafür waren wir schon zu parteiisch, oder? Denkst du? Wenn du was klaust, stirbst du. Ist sie wirklich so leichtgläubig?
Wo ist denn der? Ich bin nicht mehr sicher. Der Typ. Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Wir müssen einfach die Quest markieren. Das war ja Bleiberecht. Das ist ja nicht schwierig zu finden. Aber besser. Abesser, Bleiberecht. Der war hier unten, genau. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ja. Erstmal Pause machen. Lass mich, klau hier ja nichts. Geh zu den Klerikern und sag, dass du dich geirrt hast. Kann ich nicht machen, dann bekomme ich von Caleb den Arsch aufgerissen. Außerdem bin ich mir noch nicht mal sicher, ob Fink nicht tatsächlich etwas im Schilde führt. Was, wenn er doch ein Spitzel der Alps ist? Ich habe mit Fink gesprochen, er ist kein Spitzel. Wie kannst du dir da sicher sein? Ich glaube es ja auch nicht. Aber ich habe nun mal gesehen, was ich gesehen habe. Außerdem hat Caleb gesagt, dass es das Beste ist, wenn sie gehen. Nein, das Risiko ist zu groß. Ich werde schweigen. Wenn? Ja, ist sie. Es ist beschlossen. Ich werde zu Caleb gehen und ihm sagen, dass ich schweigen werde. Er scheint sich da ja nicht ganz sicher gewesen zu sein. Okay, es hat irgendwie... nicht so gut funktioniert. Im Moment, es gibt jetzt keinen neuen. Oh, ich hasse das. Warum hat er denn jetzt wieder... Mann, warum hat er kein Autosave gemacht? Okay, dann nochmal. Was können wir denn noch sagen? Wir müssen irgendwie überzeugen. Was war das? Ich war das. Ich war selbst einst ein Alp, aber jetzt nicht mehr. Du? Du siehst gar nicht aus wie ein Alp. Weil ich wieder ein Mensch bin. Du kannst mir vertrauen. Nicht alle Alps sind böse. Weißt du, ich mag Fink ja auch irgendwie. Du hast recht, scheiß auf Caleb. Ich werde dafür einstehen. Ich werde zu den Klerikern gehen und das richtigstellen. Es ist beschlossen. Ich gehe zu den Klerikern und stelle die Sache richtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand wegen mir aus der Stadt geschmissen wird. Eieieiei. Auf die Konsequenz bin ich mal gespannt. Erstmal was essen. Erstmal Pause machen. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen. Ihr dürft in der Stadt bleiben. Du hast es also geschafft, dass York seine Lüge bei den Klerikern zugibt. Das ist gut und gerecht. Das System der Kleriker scheint zu funktionieren. Dafür, dass du mir ein wenig Vertrauen in die Menschheit zurückgegeben hast, will ich dir etwas geben. Ich hoffe, das ist angemessen. Das ist die Hälfte meiner Wochenration. Vielen Dank. Seltsam. So? Es ist alles ein bisschen schwierig, ich weiß. Ja. Jetzt teleportieren wir uns nochmal. Na. Okay. Wird die Quest automatisch ausgelöst, sobald wir unten auf die Diebesgilde stoßen? Wir probieren das mal eben. Also, Falk macht auf mich tatsächlich jetzt auch nicht den Eindruck eines Verräters. Wenn jetzt aber die Separatisten, also die Outlaws sich jetzt gegen... Das ist natürlich auch doof, ne? Wenn sich jetzt die Berserker und die Outlaws zusammentun... Und zusammen, das wäre aber richtig schwachsinnig. Von der Story her, weil die beiden sich ja hassen, die Outlaws, und die wäre ein bisschen doof. Das könnte ich dann nicht ganz nachvollziehen, tatsächlich. Yeah!
Okay. Eieiei. Okay, dann ist also jetzt der Punkt erreicht, an dem wir hier in Abessa nicht mehr viel ändern können eigentlich, so wie ich das sehe. Wir haben die größten Entscheidungen getroffen. Sache. Du kannst durchgehen. Jetzt ist es auch schon egal. Okay, sieht fast genauso aus wie vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Separatisten müssten sich doch jetzt eigentlich... Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass... Hey, du! Ich bin... Du ge... Hi. Ach so. Du war... Die Outlaws haben einen Aufstand angefangen und die Separatisten haben geholfen. Das ist zwischen ihnen und... Aber dass die Kuppel dabei zerstört wird, für... Ach, da fällt mir ein, ich bin dir trotz... Wenn... Ich... Okay. Okay, dann machen wir das jetzt anders. Nochmal neu, weil das war jetzt auch falsch. Dann will ich das... Nee. Dann machen wir das jetzt ganz anders. Moment. War besser. So. Eieiei. Wenn die Separatisten sich so oder so auf die Seite der Outlaws schlagen, dann sollen die aus der Stadt fliegen, keine Frage. Klau hier ja nichts. Er scheint sich da ja nicht ganz sicher gewesen zu sein. Seltsam. Heißt das, Falk verschwindet jetzt aus der Stadt, oder? Meine Fresse. Falk verschwindet aus der Stadt. Wir müssen die Alps. Okay. Die meisten gehen mir auf den Nerven. Was passiert denn, wenn ich jetzt zusätzlich noch. Na, Kreislaufen. Nee, war schon richtig. So laut. Abs. Hier so ein bisschen für die Kleriker bin, für die Outlaws bin. Darf ich das auch machen? Es scheint jetzt eh nicht mehr so viel zu ändern, oder? Na gut, haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Was haben wir denn noch hier? Ignadon. Ah, besser, gar nichts mehr. Na gut. Okay, dann wäre das jetzt eigentlich so die das finale Setting, sag ich mal. Keine Ahnung. Ja, wenn jetzt die, Scheinbar habe ich mich gegen die Diebesgilde schon entschieden. Ich weiß es nicht genau. Gut. Leute, wir spielen das Spiel also nochmal komplett. Wir werden dann wahrscheinlich ein Berserker, weil wir jetzt wahrscheinlich ein Kleriker werden. Und werden dann die ganze Partei hier mal für die Berserker-Outlaw-Fraktion. Geht das denn überhaupt? Können die Berserker tatsächlich... Die Frage ist halt, ich habe gelesen, ich will es euch ja nicht vorenthalten, dass sowohl Alps als auch Kleriker am Ende die Chefs der Stadt sein können. Also Alp wäre natürlich komplett kacke. Ne, das will ich natürlich gar nicht.
Dementsprechend bin ich mit Klerikern natürlich vollkommen einverstanden. Ich finde es aber sehr lustig, dass wir die Diebesgilde scheinbar finden müssen, um dann letztlich die, ja, die den Konflikt auszulösen. Was? Okay. Jetzt ist gar nichts passiert. Dann lassen wir es doch einfach mal so stehen. Weil die Separatisten weg sind oder was? Das ist ja komisch. Na gut, Leute, beim nächsten Mal versuchen wir dann doch irgendwie noch zur Diebesgilde durchzukommen. Wir brauchen irgendeine Kralle oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffen wir mal, dass es kein Bug ist. Ciao, Leute.